Klassisch, aber nicht altmodisch. Für die Fans klassischer Motorroller und all jene, die sich an Retro-Scootern erfreuen können, hat die Motoretta-Redaktion das neue Sonderheft Scooter und Klassik produziert. Dabei geht es nicht nur um klassische Schaltroller von Vespa oder Lambretta, sondern um die ganze Historie rund um den Roller. Die Geschichte vergessener Rollermodelle von Harley-Davidson, Indian oder Triumph wird genauso erzählt wie die vom BMW-Prototypen aus den 1950er Jahren, der zwar fertig war, aber nie in Serie ging. Wie aufwendig und zugleich spannend eine Restauration eines Scheunenfunds sein kann, zeigt Scooter und Klassik am Beispiel einer Zünder Bella von 1964. Wer sich für den Kauf eines Oldtimers interessiert, dem hilft die Übersicht über die Preise, die seltenen Rollermodelle bei Versteigerungen erzielen. Selbstverständlich kommt die Kultmarke Vespa nicht zu kurz. Schließlich feiert sie im kommenden Jahr den 75. Geburtstag. Und dass man schon 1958 mit dem Roller das große Abenteuer erleben konnte, zeigt eine große Fotostory aus jener Zeit. Natürlich gibt es auch ein doppelseitiges Spezial über das Scooter Center, das auch bald 30 wird. Diese Sonderausgabe der legendären Motoretta, Scooter und Klassik findest du bei uns im Scooter Center Shop.